Es gibt so viele Gründe, Jennifer Lawrence zu lieben. Bei der Premiere von Die Tribute von Panem Catching Fire gab uns die Schauspielerin wieder ein paar mehr. Trotz des Hollywood-Glamours in London schützte sich die 23-Jährige vor dem kalten Wetter und ließ ihren Mantel für Interviews an. Wir wollen ja nicht, dass sie sich verkühlt. Aber bald war alles enthüllt, als der Star auf den roten Teppich kam und ihre makellose Figur in diesem wunderschönen rückenfreien Kleid zeigte. Die Oscar-Gewinnerin präsentierte dabei auch ihren neuen Kurzhaarschnitt, den sie zurückgegelt trug. Nicht nur Jen erleuchtete den roten Teppich, auch ihre Partner Liam Hemsworth und Josh Hutcherson sahen scharf aus in ihren dunklen Anzügen. Elizabeth Banks kam in einem dramatischen gelben Kleid und Jenna Malone überraschte in der durchsichtigen roten Nummer. Die Stars brachten den roten Teppich zum Knistern.